Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Der uns war, wie die Sünde gewonnen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ihr seid der Vater und der Sohn, dem Heiligen Geist. Wie manchmal so auch jetzt und alle Zeit und in die Ewigkeit. Amen. Du kannst uns Kraft in die schwere Zeit, drum grüßt die Geschichte der Nachbarn. Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Der uns den wahren Frieden schenken wollen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in die Ewigkeit. Amen. Amen. Der völkerrechtwidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat den Menschen in Europa dramatisch vor Augen geführt,
Paste, Friede. Das Messbuch nochmal neu legen, oder? Keine Selbstverständlichkeit. Nicht gut, wenn es im Regen liegt. Alle Kriege, die großen, die in der Ukraine und die Millionen kleinen, beginnen in uns. Jeder von uns führt immer wieder einen kleinen Krieg gegen irgendwelche Person, wegen irgendwelchen Grund. Mancher führt den Krieg ohne Unterbrechung, wenn er nicht bereit ist, mit den anderen sich zu versöhnen, ihm zu vergeben. Wir haben uns heute Nacht als Wallfahrer hier versammelt, um auf die Fürsprache der Königin des Friedens, um Frieden zu beten. Als Christen glauben wir nämlich an die Kraft und den Sinn unserer Gebete. Ganz herzlich begrüße ich dazu alle Wallfahrer aus nahen Fern. Besonders herzlich begrüße ich den heutigen Hauptzelebranten und Festprediger, Herrn Domkapitular Dr. Norbert Jung. Ebenso herzlich begrüße ich alle Mitkonzelebranten, Herrn Dekan und leitenden Pfarrer Detlef Bürzel, Domkapitular und leitenden Pfarrer Thomas Deutschgeber, Pfarrer Richard Reis, Sven Raupe, Pfarrer Aber Pierre, Kaplan Dominik Stehl, den Pastoralreferenten Herrn Harald Ulbricht. Sehr herzlich begrüße ich die Ehrengäste, den größten Wallfahrer Herrn Heinz Hausmann, ersten Vorsitzenden des Seelsorgebereichsrates Frankenwald, Frau Anne Neubauer, und des Seelsorgebereichsrates Kronach, Herr Markus Montag. Die Frage ist nur, wenn es der Stunde so weitergeht, ob das ein Sinn macht. Den Kreis- und Bezirksvorsitzenden und den stellvertretenden Präsidenten von DKV, Herrn Gottfried Fritz, und alle hier anwesenden Soldatenkameradschaften, die Blattkapelle aus Deuschnitz. Ich grüße auch Frau Neuling und Herr Domkapitular, wir bitten Sie um den Vorsitz der Heiligen Messfeier. Geht das Mikro schon? Also, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Wallfahrer, liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich die Ehre habe, heute diesen Gottesdienst mit Ihnen feiern zu dürfen, weil ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich bin Leiter der Pilgerstelle im Erzbistum Bamberg und stehe auch ein bisschen mit hinter dem fränkischen Marienweg, in den ja auch Neuengrün einbezogen wurde. Ich bin froh, dass ich heute mal an diesem Wallfahrtsort auch mit Ihnen zusammen Gottesdienst feiern darf. Zumal wir ja diesen aktuellen Anlass haben, um den Frieden zu beten, der immer aktuell ist. Er war es vor 77 Jahren und er ist es heute. Der Herr Pfarrer hat gerade richtig darauf hingewiesen, dass mancher von uns, eigentlich jeder, ab und zu, manchmal immer, einen Kleinkrieg führt gegen Leute, gegen die er etwas hat, gegen Leute, die ihm etwas angetan haben, tatsächlich oder vermeintlich, gegen oft wegen Kleinigkeiten. Bitten wir deshalb den Herrn zu Beginn dieser Feier im Kyrie um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du bist der Fürst des Friedens. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, bei deiner Geburt haben die Engel gesungen vom Frieden in der Welt. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du forderst uns auf, wenn wir einander begegnen, mit dem Friedensgruß zu grüßen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Gott, der allmächtige Vater, der in Jesus von Nazareth in unsere Welt gekommen ist, um uns zu zeigen, wie Gott zu uns steht, er erbarme sich uns, er nehme von uns, was uns belastet und bedrückt, und führe uns dereinst zu sich in seine ewige Herrlichkeit, in die ewige Welt des Friedens. Amen. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Amen.
Gottes Lob, Nummer 413, Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe. Ich würde sagen, noch Wort Gottes Feier, ja, aber dann gehen wir rein. Ja, komm, würde ich sagen. Wenn so bleibt. Ja. Will die Musik oder singen wir so? Nein, ich bin nicht. Sei Gott in der Höhe, singet der himmlischen selige Schar. Beten. Gütiger Gott, du wolltest durch deinen Sohn den Menschen den Frieden schenken. Gib auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria unserer Zeit die ersehnte Sicherheit, damit wir alle in friedlicher Gemeinschaft einander als Schwestern und Brüdern lieben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Das ist die Frage, ja, wenn das geht. Ja. Vortrag haben wir keinen. Ja. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschattens wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest dir große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn heute verreist wird. Denn sein krüppeltes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Armkleides zerbrachst du, wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der krönisch daher stand, jeder Mantel, die Blut gewälzt, wird verbrannt. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seinen Schultern gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Also wie? Ja. Also würde ich auch sagen, ich würde sagen. Thank you.
Unzucht und Streit herrschen. Da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, reich an Erbarmen und guten Früchten. Sie ist parteiisch, sie heuchelt nicht. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden die gesät, die Frieden schaffen. Woher kommen Kriege bei euch? Woher Streitigkeiten? Etwa nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böse Absicht bittet, um es in eure Leidenschaften zu verschwenden. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Sei Gott. Als Antwortruf nach der zweiten Lesung singen wir: Gott Vater, schau auf deine Kinder. Gottes Lob Nummer 836. Zwei Strophen. Reichtum bei euch. Halleluja.
der Herr seine Treuen und die Heiligen Geisten aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte und Ortschaften, die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keine Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg und wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede in diesem Haus. Und wenn gar kein Sohn des Friedens wohnt, will euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nah. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Groß sei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute Morgen stand in der Zeitung, dass der Ministerpräsident der Ukraine gerne Leopard 2 Panzer aus Deutschland geliefert bekommen möchte. Wir weigern uns bisher, diese Panzer zu liefern. Spanien liefert sie aber, weil die haben ja deutsche Panzer und dann wird getauscht. Das verstehe, wer will. Die Ukraine fordert schwere Waffen. 10 Panzerhaubitzen haben sie schon bekommen. Das ist ja eigentlich ein Witz. Ich war selber bei der Feldartillerie in Regensburg. Die bräuchten 10 Panzerhaubitzen in der Woche, wenn sie gewinnen wollen. Auch das ist eine Frage. Man hat immer das Gefühl, man will etwas tun, aber bitte mach mich dabei nicht nass. Vor einer Woche wurde in Moskau eine junge Frau in die Luft gesprengt, die so mit ihrem Vater zusammen, man kann sagen, eine Kriegshetzerin ist. Der Papst hat sein Bedauern geäußert. Immerhin ist ja da jemand in die Luft gesprengt worden, der außerhalb jeder Notwehrsituation. In der Zeitung stand zu lesen, der Papst sei ein Putin-Versteher und spreche sich zu wenig eindeutig für die Ukraine aus. All das sind Fragen, die uns Christinnen und Christen in diesen Wochen und Monaten bewegen, die wir auch am Stammtisch diskutieren und zu Hause. Sollen, wollen wir die Ukraine unterstützen, auch mit deutschen Waffen? Unsere Großväter, die diese Wallfahrt ins Leben gerufen haben, sie waren in der Ukraine. Einer aus meiner Familie, der gefallen ist, ist westlich Schitomir gefallen, heißt es im Brief, den wir in der Familie aufbewahren. Das liegt in der Ukraine. Was sollen wir tun? Dürfen Christen überhaupt zur Waffe greifen? Müssten wir nicht nur friedlich sein, notfalls auch ihren Nachteil in Kauf nehmen? Um auf diese Fragen einzugehen, kann uns vielleicht der Text helfen, den wir gerade aus dem Evangelium gehört haben. Jesus, er möchte zu allen Menschen kommen, in alle Städte und Dörfer, und er schickt seine Jünger und Jüngerinnen voraus. Das ist natürlich zu uns gesagt, denn als das aufgeschrieben wurde, war das natürlich schon lange vorbei. Es ist für die geschrieben, die das lesen und hören. Jesus will zu den Menschen kommen und wir, seine Jüngerinnen und Jünger, sollen ihn zu den Menschen tragen. Weniger durch hehre Worte, als vielmehr durch unser Tun, durch unser überzeugtes Christsein. Er gibt aber eigenartige Vorschläge. Er sagt,
Man soll keine Vorratstasche mitbringen, keine Schuhe und keinen Geldbeutel. Damit kommt man natürlich nicht weit. Heutzutage würden die jungen Leute wahrscheinlich sagen, na, Hauptsache ich habe mein Handy dabei. Aber das war natürlich auch gemeint. Heute würde Jesus wahrscheinlich sagen, nehmt kein Handy mit, verzichtet auf euer Auto und ihr braucht auch keine Bankkarte. Es kommt auf etwas anderes an. Warum gibt er so weltfremde Anweisungen, so unpraktische? Er will sagen, wenn es um das Reich Gottes geht, um das, was Jesus in die Welt bringen wollte, dann sollen wir uns nicht mit Äußerlichkeiten aufhalten und Nebensächlichkeiten, sondern gleich zur Sache kommen. Nicht einmal lange Grußformeln sind dann nötig. Aber es stimmt schon, weltfremd sind diese Anweisungen, die er seinen Jüngern gibt. Aber das liegt ja in der Natur der Sache, denn die ganze Botschaft, die Jesus in die Welt getragen hat, kommt ja nicht aus dieser Welt. Bei Jesus läuft es anders, wie es sonst in der Welt läuft. Wir wissen es ja. Wie läuft es normalerweise bei uns? Der Große frisst den Kleinen. Putin meint, er habe die Macht, den Ukrainern seinen Willen aufzudrängen. Und diejenigen, die den Ukrainern helfen wollen, sie überlegen sich gut, ob sie sich mit Putin anlegen. Spätestens, wenn es an ihren eigenen Geldbeutel geht. Die Forderungen, die Vorschläge, die Jesus uns unterbreitet, sie sind tatsächlich unrealistisch, utopisch. Und genau das ist der springende Punkt. Denn Utopie, das ist ein griechischer Begriff, der heißt nicht Ort oder kein Platz. Die Botschaft Jesu Christi ist deswegen utopisch. Der Friede, den er uns bringen will, erscheint uns deswegen unrealistisch, weil er keinen Platz in der Welt hat, so wie sie uns normalerweise vorkommt. Aber er hat deswegen keinen Platz, weil wir ihm keinen Platz einräumen, weil wir zu wenig Platz machen dafür. Und das ist unser Auftrag. Worum es geht, ist ja im Evangelium angesprochen worden. Interessanterweise sagt Jesus, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt als erstes Friede diesem Haus. Er sagt nicht, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt den Leuten, glaubt an Gott. Oder teilt mit den Armen. Der Friede ist das Erste und Vordringlichste, was uns Christen aufgetragen ist. Damit ist aber nicht der Friede gemeint im Sinn der Abwesenheit von Krieg, sondern mehr im umfassenden philosophischen Sinn. Der Friede, das heißt im Einklang mit sich selbst und den anderen leben, ohne Gewalt und Aggression. Denn der Friede, der beginnt ja nicht erst, wenn Putin seinen Angriffskrieg einstellt und die Waffen schweigen. Der Friede beginnt schon viel früher. In jedem Haus, wie das Evangelium sagt, das heißt in jeder Familie, bei jedem Einzelnen, im Herzen eines jeden Einzelnen. So wie wir auch wissen, dass der Krieg nicht erst beginnt, wenn der erste Schuss fällt, sondern schon lange vorher, wenn Hass und Groll die Herzen der Menschen bestimmen. Denn der Friede im rein politischen Sinn, im Sinn des Schweigens der Waffen, er ist noch lange nicht der Friede, von dem Jesus spricht. Dieser rein politische Friede enthält noch viel zu viel Aggression und Unzufriedenheit. Es ist dann der Fall, wenn der Mächtige dem Schwächeren seinen Willen aufgedrückt hat und sich der Schwächere nicht traut aufzumucken, weil er weiß, dass er dann einen auf den Deckel kriegt. Dann schweigen zwar die Waffen, aber das ist nicht der Friede, den Jesus meint. Oder wenn der eine Machtblock und der andere sich mit hunderttausenden Atomsprengköpfen gegenüberstehen und der eine sich nur deshalb nicht traut anzufangen, weil er weiß, dass er dann als zweiter tot ist, auch das ist nicht der Friede, den Jesus meint. Jesus meint einen ganz anderen, einen tiefergehenden, ganzheitlichen Frieden. Und deswegen ist er doch auch realistischer und erfolgversprechender, weil er in der Wurzel ansetzt und nicht bei den Symptomen. Einen Hinweis darauf erhalten wir im letzten Satz des Evangeliums. Das Reich Gottes ist euch nahe. Euch, es ist jeder Einzelne von uns und wir alle zusammen angesprochen. Das Reich Gottes
Es verhält sich zu jedem Einzelnen von uns. Gemeint ist nicht ein Reich, das in Raum und Zeit zu errichten wäre. Das wäre ein großes Missverständnis. Es haben im Laufe der Geschichte manche unternommen, ein solches Reich zu errichten, es aufzubauen. Manchmal in bester Absicht. Aber ein solches Reich ist und bleibt eine Utopie. Es ist sogar eine gefährliche Utopie, denn alle diese Versuche sind gescheitert und sie haben sehr schwere Kollateralschäden gebracht. Dass das nicht der Sinn dieser Botschaft Jesu Christi ist, das können wir schon in den allerersten Anfängen des Christentums erkennen, in der Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte beginnt, dass Kaiser Augustus den Befehl erlässt. Es ist eine Anspielung auf die Pax Augustana, auf die Pax Romana. Die Römer haben damals die Welt beherrscht mit ihrem Militärapparat und haben allen anderen Völkern ihren Frieden aufgezwungen. Und der Evangelist Lukas entwirft ein Gegenbild am Rand dieser Welt, bei den ohnmächtigen Hirten. Da wird der wahre Weltenherrscher geboren, ohnmächtig. Und die Engel singen vom Frieden der Welt. Damit beginnt der wahre Friede, ist die Botschaft der Geburt des Erlösers. Und wenn wir hier die Königin des Friedens verehren, dann tun wir das ja deswegen, weil sie uns den Friedensbringer geboren hat. Das Reich Gottes ist also nicht in diesem Sinn nahe, dass man das geografisch eingrenzen könnte. Also irgendwie so, am Rennsteig ist es schon, aber hier ist es dann erst morgen. Oder zeitlich, es ist noch nicht da, aber übermorgen geht es los. Gemeint ist, dass es uns nahe ist, in unserem Herzen. Jeder Einzelne von uns ist angesprochen. Aber es ist nicht einfach nur in uns, so im esoterischen Sinn, dass wir nur lang genug in uns gehen müssen, bis wir dann den Frieden finden, sondern es heißt, es ist uns nahe. Wir müssen uns darum bemühen, dass es auch wirklich anbricht, dass es zu uns kommt, dass wir gemeinsam, deswegen schickt Jesus ja seine Jünger zu zweit aus, gemeinsam uns für den Frieden einsetzen und ihn erwirken. Wenn wir uns auf diese Botschaft Jesu Christi einlassen, wenn wir sie in unser Herz hineinlassen, wenn wir ihr einen Platz geben in der Welt und sei es nur in unserem eigenen Herzen zunächst, dann ist es keine Utopie mehr. Dann gibt es einen Ort, eine Heimat für den Frieden. Und von dort aus kann das Reich des Friedens wachsen, das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Und wenn in einem Haus, das Evangelium spricht von einem Haus, gemeint ist damit eine Familie, wenn in einer Familie mehrere Menschen zusammenwohnen, die diesen inneren Frieden im Herzen tragen, die ihn empfinden und ihn ausstrahlen, dann kann eine solche Familie zur Keimzelle des Friedens werden, in einer Straße, in einem Dorf, in einer Gemeinde. Und wenn in einer Gemeinde mehrere solche Familien zusammenwohnen, dann kann schon in einer Ecke der Welt, und wenn es in neuem Grün ist, der Friede eine Chance haben. Ich erinnere nochmal an die Geburt Christi. Der Friede, von dem die Engel singen, er wurde nicht am Kaiserhof in Rom entschieden, sondern in Bethlehem am Rande der Welt bei den Ohnmächtigen und Kleinen. Der Friede, um den wir bitten heute, der Friede, den wir brauchen, der Friede, der den Krieg in der Ukraine beenden kann, nicht nur in dem Sinn, dass die Waffen schweigen, weil der Größere und Stärkere sich durchgesetzt hat, sondern in dem Sinn, weil man eingesehen hat, worum es wirklich geht. Dieser Friede, er kann auch hier in Neuengrün seinen Anfang nehmen. Und da sind wir auch wieder beim Geldbeutel, bei den Schuhen und der Vorratstasche, beziehungsweise beim Auto, bei der Bankkarte und dem Handy. Diese innere Zufriedenheit, der wahre Friede, um den wir vorhin auch gebeten haben, der uns den wahren Frieden schenken möge, dieser wahre Friede, der kommt sicher nicht vom Besitz. Das ist der große Irrtum unserer Zeit,
den auch viele unserer Zeitgenossen hier in Deutschland mitten im Frieden verfallen. Sie meinen, wenn sie möglichst viel für sich haben, dann werden sie irgendwann mal zufrieden sein, diesen inneren Frieden finden. Nein. Und im Prinzip ist das, was Putin macht, genau dasselbe. Er will ja auch etwas für sich und sein Volk. Er meint damit, im Endeffekt geht es um Besitz in die Hand zu bekommen und Macht. Er wird, wenn er noch so viel erobert, wenn er die ganze Welt erobern würde, würde diesen inneren Frieden nicht finden. Er würde nie zufrieden sein. Wirklich friedliche Menschen, friedliebende Menschen, Menschen, die dem Reich des Friedens angehören, das Jesus begründet hat, die wissen, worauf es wirklich ankommt im Leben. Und wie gesagt, das ist sicher nicht der Besitz, das ist die innere Zufriedenheit, die wir dann bekommen können, wenn wir ein gutes Verhältnis zu Gott haben, der der Herr unseres Lebens und unserer Welt ist und der letztendlich für Gerechtigkeit sorgen wird. Diesen inneren Frieden, diese Zufriedenheit mit dem, was man hat und was man ist, wünsche ich jedem Menschen. Und ich wünsche, dass möglichst viele Menschen hier im Frankenwald und überall sonst auf der Welt diesen inneren Frieden zusammenleben und zusammenwirken, damit das nicht nur ein frommer Wunsch bleibt, was wir Christen in die Welt tragen sollen. Friede diesem Haus. Amen. Bekennen wir unseren Glauben an Jesus Christus, den uns die Gottesmutter geboren hat, den Friedensfürsten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater im Himmel, im Vertrauen, dass du mit deinem Beistand und deiner Gnade bei uns bist, kommen wir mit unserem Gebet zu dir. Wir beten für alle, die in den Kriegen dieser Welt besonders zu leiden haben. Die Kinder, die Alten und die kranken Menschen, die zerrissenen Familien. Wir denken im Gebet an alle, die jetzt auf der Flucht sind. An die, die nach dem Krieg schnell in ihre Heimat zurück möchten und an die, die sich in der Fremde eine neue Existenz aufbauen wollen. Bleibe mit deiner Gnade bei uns. Bleibe mit deiner Gnade bei uns. Wir beten für die Soldatinnen und Soldaten aller Kriegsparteien, die gegen ihren Willen auf andere Menschen schießen müssen. Für alle, die die Macht haben, diesen Krieg zu beenden und für alle, die sich bemühen, der sinnlosen Gewalt ein Ende zu setzen. Frauen und Männer in Politik und Wirtschaft, die Entscheidungen treffen müssen, auf die sie sich nicht vorbereiten konnten. Bleibe mit deiner Gnade bei uns.
Wir beten auch für alle Menschen und Völker, deren Not angesichts des Krieges in Europa derzeit in Vergessenheit gerät. Für die, die die Auswirkungen des Krieges noch in weiter Entfernung spüren, wie die Menschen in Afrika, die vergeblich auf Getreidelieferungen warten und vom Hunger bedroht sind. Bleibe mit deiner Gnade bei uns. Wir beten für alle, die helfen, den Flüchtenden eine menschliche Ankunft in anderen Ländern zu bereiten und denen nach Wochen des Krieges die Kraft auszugehen droht. Bleibe mit deiner Gnade bei uns. Und wir beten nicht zuletzt auch für uns selbst, die wir Angst und Ohnmacht, Hilflosigkeit und Trauer erleben und aushalten müssen. Bleibe mit deiner Gnade bei uns. Wir beten für alle Toten, besonders für die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Und wir beten darum, dass der Krieg sich nicht auf angrenzende Länder und darüber hinaus ausweitet. Bleibe mit deiner Gnade bei uns. Wir beten nun in Stille, jeder in seinem Anliegen. Unsere große Glocke, trage unsere Sorgen, Nöte und innere Hilfeschreie zu dir nach oben in den Himmel. Vater im Himmel, wir wissen um deine Gnade für uns. Wir preisen dich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr unser Gott,
Wir bringen das Opfer der Sünde dar, auf die Bitte der Jungfrau Maria, der Königin des Friedens. Gewähre deiner Kirche die Gaben der Einheit und des Friedens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und in deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist völlig und recht. Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, und preisen dich für dein Wirken in dieser Welt durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn inmitten einer Menschheit, die gespalten und zerrissen ist, erfahren wir, dass du Bereitschaft zur Versöhnung schenkst. Dein Geist bewegt die Herzen, wenn Feinde wieder miteinander sprechen, Gegner sich die Hände reichen und Völker einen Weg zueinander suchen. Dein Werk ist es, wenn der Wille zum Frieden den Streit beendet, Verzeihung den Hass überwindet und Rache der Vergebung weicht. Darum können wir nicht aufhören, dir zu danken und dich zu preisen. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre des Himmels, die ohne Ende rufen. Gepriesen bist du in deinem Sohn Jesus Christus, der in deinem Namen gekommen ist. Er ist dein rettendes Wort für uns Menschen. Er ist die Hand, die du uns Sündern entgegenstreckst. Er ist der Weg, auf dem dein Friede zu uns kommt. Gott, unser Vater, als wir Menschen uns von dir abgewandt hatten, hast du uns durch deinen Sohn zurückgeholt. Du hast ihn in den Tod gegeben, damit wir zu dir und zueinander finden. Darum feiern wir die Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat, und bitten dich. Heilige diese Gaben durch deinen Geist, wenn wir jetzt den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn bevor er sein Leben hingab, um uns zu befreien, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände. Er dankte dir, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er an jenem Abend den Kelch in seine Hände. Er pries sein Erbarmen, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr, unser Gott, dein Sohn hat uns dieses Vermächtnis seiner Liebe anvertraut. In der Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferstehung bringen wir dar, was du uns gegeben hast, das Opfer der Versöhnung. Wir bitten dich, nimm auch uns an in deinem Sohn und schenke uns in diesem Mahl den Geist, den er verheißen hat. Den Geist der Einheit, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenhält in der Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig, mit allen Bischöfen und mit deinem ganzen Volk. Mach deine Kirche zum Zeichen der Einheit unter den Menschen und zum Werkzeug deines Friedens. Wie du uns hier am Tisch deines Sohnes versammelt hast, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen, so sammle die Menschen aller Rassen und Sprachen, aller Schichten und Gruppen zum Gastmahl der ewigen Versöhnung in der neuen Welt deines immerwährenden Friedens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib uns Frieden, gerade auch in diesen Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Christus geboren wurde, als die Königin des Friedens ihn uns geboren hat, sangen die Engel vom Frieden in der Welt. Und so bitte ich, Herr Jesus, du bist der Friedensfürst. Schaue nicht auf den Unfrieden, der manchmal von uns selbst ausgeht und auf den Streit, den wir verursachen, sondern sieh auf das Vertrauen, das wir in dich setzen und schenke deiner Kirche nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. So geben wir uns einander ein Zeichen dieses Friedens, dem wir uns zunicken. Friede sei mit euch. Thank you.
Seht Christus, das Lamm Gottes, er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst an mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Der Leib Christi. Thank you.
Lied, oder? Soldaten, ein Lied? Kein Lied? Im Plan steht auf Sie und Hoch gegründet. Also, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir Schlussgebet. Lasst uns beten. Gütiger Gott, beim Gedenken an die Königin des Friedens hast du uns mit dem Leib und Blut deines Sohnes gestärkt. Schenke uns den Geist der Liebe, damit der Friede, den er uns hinterlassen hat, in uns und durch uns wirksam wird. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende des Gottesdienstes ein Wort der Dankbarkeit. Und dazu dürft ihr Platz nehmen, aber keine Angst, es dauert nicht ewig. Im Freien hätte ich die Dankesworte ganz gestrichen, aber jetzt müsst ihr durch. Liebe Wallfahrer, liebe Pfarrgemeinde, ich bedanke mich ganz herzlich erstmal bei meiner eigenen Pfarrgemeinde, Neuengrün, unserer Kuratie, für das Schmücken des Gnadenbilds, der Kirche, des gesamten Dorfes, das wieder sehr schön beleuchtet war. Ich bedanke mich beim Altardienst, bei den Ministranten und heute, ich ernenne einen beim Namen Ludwig Dietz, unseren Messner, wo der heute überall angepackt hat und anpacken musste. Das war schon wirklich in alle Richtungen und immer tatkräftig dabei, immer wusste, was zu machen ist. Wir haben vorhin gesehen, die Elektrizität ist ja zuständig, das Glockengeläut während der Fürbitten hat meine Stimme geschont, indem er die Anzeige wieder übernommen, die Liedanzeige übernommen hat, den Altar aufgebaut, abgebaut. Vielen herzlichen Dank, Ludwig. Ich bedanke mich bei den Firmlingen, die am Friedenskreuz die Andacht mit dem Ulbricht zelebriert haben. Heute früh war großer Arbeitsansatz mit Feuerwehr, Soldatenkameradschaft, Jugend für Aufbau, Absperren, die ganze Vorbereitung. Vielen Dank, liebe Vereine. Die Beleuchtungsteam hatten wir, das den Weg zum Friedenskreuz angebracht hat. Die waren nach 3 Jahren Pause sofort wieder dabei, ohne dass ich sie fragen musste. Und natürlich mein Team aus dem Pfarrgemeinderat für die Vorbereitung und Durchführung. Die musikalische Umrahmung war sehr schön. Zuerst haben die Glaskapelle Neuengrün Schlegelzeit die Wallfahrer abgeholt. Der Organist hat in bewährter Weise wieder die Aussetzung und die Betstunden gespielt, unser Udo Braunesäuler und natürlich jetzt die Stadtkapelle Teuschnitz kommt jetzt sehr schön in unserem Gotteshaus zur Geltung, was ihr bietet, auch der Choralkreuz oder der Kommunion, war sehr schön, Dankeschön. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei den Soldatenkameradschaften, die sind sofort dabei, unser Bezirksvorstand Gottfried Beetz ist eigentlich der Erste, der an die Friedenswallfahrt erinnert. Und unsere Einheimischen, auch Günter Blumenröder und Hans Schmidt, stehen da voll dazu. Und die Soldatenkameradschaften zeigen, dass sie das Gegenteil von Militarismus sind, sondern Streiter für den Frieden, was sie auch durch die Andachten durch das ganze Jahr auch zeigen. Ja, dann bedanke ich mich beim Seelsorgebereich Frankenwald, bei Anne Neubauer und der Claudia und beim Seelsorgebereich
Kronach für die, bei der Eva und beim Markus für die Betstunden. Das war schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Kamen gute Ideen, ihr habt das ganz selbstständig gemacht. Jo, und dann noch natürlich herzlichen Dank, liebe Geistlichkeit, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das ist eine Ehre für uns. Und ein Zeichen, dass die Friedenswallfahrt nach wie vor in Neuengrün ein starkes Signal ist und eine starke Veranstaltung ist. Der Dekan Bötzl, der war in der Vorbereitung ganz engagiert und dabei und immer bei der Seite gestanden. Und ich habe mich auch gefreut, dass wir jetzt als Domkapitular Dr. Norbert Jung gewinnen konnten, der ein Zeichen ist für das Motto des Heinrichsfestes, heraus aus der Blase. Er hat eine Pfarrei übernommen in Ansbach und ich konnte ihn auch letztes Jahr als Pilger beim Wallfahrtsführerkurs in 14 Heiligen erleben. Und ich hoffe, dass der Teil des Marienwegs auch in Frankenwald immer wieder besser noch zur Geltung kommt. Also die Strecke vom Rossberg, Haslach bei Deuschnitz, Nordhalben, Steinwiesen, Neuengrün bis nach Marienweiher ist ja wirklich eine sehr schöne Strecke zum Pilgern. So, und nun wirklich abschließend, habe ich ganz schön lange Sie auf die Folter gespannt. Liebe Wallfahrer, Ihnen ganz herzlichen Dank, dass wir die Kirche so schön voll gemacht haben, dass Sie durchgehalten haben, trotz des Regens, dass Sie zeigen, dass Ihnen Frieden wichtig ist und die Gemeinschaft wichtig ist, und nehmen Sie bitte die guten Gedanken und die Kraft, die Sie heute sammeln konnten, mit in Ihre Häuser mit ein. So. Ja, lieber Herr Schütz, vielen Dank für die vielen Dankesworte. So bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen, vergelt's Gott, zu sagen, für die Koordination hier vor Ort in Neuengrün, zusammen mit dem Pfarrgemeinderat, dem ganzen Team, das da mitwirkt, wo man auch spürt, diese Friedenswallfahrt ist allen hier im Dorf, aber auch in unserem Dekanat ein wirkliches Anliegen. Vom Heinz Hausmann habe ich gelernt, dass zwei Dinge ganz entscheidend sind bei der Friedenswallfahrt. Das eine, die Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass wir in relativem Frieden leben dürfen. Wir jammern so viel, wir machen uns so viele Sorgen, wir spüren schon auch, die Welt verändert sich und Veränderung bringt immer auch Unruhe und Unsicherheit mit sich. Aber wir dürfen dankbar sein für die Zeit des Friedens, die uns geschenkt wird. Für ein Land, in dem wir leben können in Freiheit und wo wir auch sagen können, was uns beschäftigt und was uns bewegt. Und das Zweite, die Sehnsucht. Und ich glaube, Neuengrün ist so ein Sehnsuchtsort für den Frieden. Friede ist niemals vollständig und komplett schon da. Wir müssen uns immer wieder neu bemühen und das fängt ja im ganz Kleinen an und hört im ganz Großen niemals auf. Und wenn wir mit der Friedensstandarte durch unser Dekanat ziehen, immer wieder von Pfarrei zu Pfarrei, von Filialgemeinde zu Filialgemeinde und immer dann, wenn wir Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir Friedenswege gehen, dann dürfen wir spüren, dass wir getragen sind von dieser Sehnsucht. Im vergangenen Jahr war unsere Friedensstandarte im Seelsorgebereich Kona unterwegs. Vergelt's Gott all denen, die Friedensgebete organisiert haben und dann auch durchgeführt haben. Die Friedensstandarte wird heute überreicht vom Seelsorgebereich Kronach an den Seelsorgebereich Frankenwald. Und deshalb darf ich zunächst mal die Vertreter aus dem Seelsorgebereich Kronach hierher bitten. Vielleicht wollt ihr uns ja noch ein bisschen was erzählen, was wir so erlebt haben, damit ihr dann die Standarte auch an eure Nachfolger überreichen könnt. Ja, du bist dran. Zunächst einmal möchte ich mich im Namen des Seelsorgebereichs Kronachs für diese
tolle Aktion, für diese Partnerschaft, auch für diese Wallfahrt bedanken, dass auch in unserem Seelsorgebereich dieses Symbol von Frieden und Gemeinschaft Einzug hält und bei uns auch immer zum Einsatz kommt in Friedensandachten und Friedensgebeten. Ich bin froh, dass es seine Runde macht. Ich selber komme aus Wilhelmsthal, bei uns war die Standarte auch zu Gast und wir haben in diesem Rahmen auch dementsprechend Andachten abgehalten und auch die anderen Vereine aus unserem Seelsorgebereich. Und darüber bin ich sehr froh und dankbar. Ich darf noch zwei Sätze zu Krüps sagen, wo ich herkomme. Wir hatten die Friedensstandarte gerade zu dem Zeitpunkt, als wir von Leichnam hatten, vom Pfarrfest. Das war eine Bereicherung für unsere von Leichnamsprozession, die Standarte auch dabei zu haben und bei der Gelegenheit natürlich dann auch gleich Werbung zu machen für die Friedensgebete, die bei unseren Pfarrern durchgeführt wurden. Das war sehr wertvoll für uns und auch dann über die Übergabe Gottesdienste an die nächste Pfarrei. Dann dürft ihr euch mal zu der Standarte stellen. Ja, und dann darf ich die Vertreter aus dem Seelsorgebereich Frankenwald hier nach vorne bitten. Vielleicht gibt es ja auch etwas, was ihr euch vorgenommen habt, was ihr sagen wollt, was euch wichtig ist. Wir übernehmen sehr gerne die Friedensstandarte und versprechen, dass wir sie in unseren Gemeinden weiterreichen werden und für den Frieden, der so wichtig ist, beten werden. Und wir werden in Förtschendorf im Oktober das erste Mal dann die Friedensbetstunde abhalten. Und wir wissen ja gerade in der heutigen Zeit, ist es ganz, ganz wichtig für den Frieden zu beten und es ist uns wirklich ein Bedürfnis. Und wir freuen uns auch, dass in unserem Seelsorgebereich dann wieder monatlich Gemeinden bereit sind, für den Frieden zu beten. Ja, vergelt's Gott für diese Bereitschaft. Jetzt ist in unserer Kirche fast ein bisschen, wie soll man sagen, eng. Aber in einem symbolischen Akt dürft ihr natürlich die Standarte auch übergeben. Dann wünschen wir alles Gute auf den Friedenswegen, die wir gemeinsam gehen wollen. Wenn wir nach Hause kommen und erzählen, wie es war in Neuengrün, dann können wir sagen, es war ganz besonders. Es war sogar so, wie wir es uns gar nicht vorgestellt haben. Wir könnten jammern und schimpfen, dass es geregnet hat, aber jetzt haben wir so lange darauf gewartet, dass es mal regnet. Jetzt dürfen wir uns auch freuen. Und wenn wir den Regen interpretieren als eine Erinnerung an unsere Taufe, dann soll das doch auch was Positives sein. Und wenn wir spüren, dass wir hier in unserer Kirche Platz finden, wo wir in den letzten beiden Jahren so penibel darauf achten mussten, dass wir viel Abstand halten, dürfen wir auch dankbar sein. Und wenn wir nach Hause gehen und dann alle Corona haben, dann hoffe ich, dass es allen bald wieder gut geht und dass wir spüren, dass wir gesegnet sind. In diesem Sinne bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Gott hat die Finsternis der Vorzeit durch die Geburt seines Sohnes aus der Jungfrau Maria erhellt. Mit den Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit erleuchte er eure Herzen. Amen. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er sie rette. Er forme euch innerlich neu nach dem Bilde Christi. Amen. Gott gebe euch die Gnade, mit Maria, der Mutter des Friedens, nachzusinnen über seine großen Taten.
und nach dem Beispiel Christi und der seligen Jungfrau zu leben. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehört hin in Frieden. Ja. Oh, cool, da ich verlache.